Leute, und ganz herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder einmal eine Staffel abgedreht. Wie ihr schon alle hoffentlich wisst, ja, das Staffelfinale lief gestern, also wenn ihr das seht, vorgestern. Und ich werde heute wieder einmal ein Reaction-Video daraus machen. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Es ist heute rausgekommen, vor ungefähr 3 Stunden. Und ich bin gespannt, wie das Finale sein wird, was passieren wird, wo ist Hannah, was passiert mit Hannah, was passiert mit der Klasse, geht es überhaupt noch weiter? Man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und an dieser Stelle jetzt einmal bitte nochmal epic Musik, bis es nämlich losgeht. Okay, wir fangen jetzt mal an. Okay. Ihr wisst, was das heißt, wenn ich die Dinger hier aufhabe und wenn ich hier sitze. Es geht los. Drexler muss leider die Klassenfahrt verlassen. Oh. Wir haben ein Ergebnis. Sag mal, was ist da passiert? Was ist los mit Stanley? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Date mit Jolene. Was ist da los? Wer ist denn das jetzt hier? Ist er jetzt besoffen oder hat er jetzt Drogen genommen? Weil ich weiß es nicht gerade. Jolene ist nicht mit dir zusammen. Ja. Sie will dich nicht. Jolene ist nicht mit dir zusammen. Sie will dich nicht. Halleluja, was ist denn da los? Oh, nein! Wach auf, Kenneth! Wach auf! Wach auf, Kenneth! Ach, das ist die Stelle, die wir gedreht haben. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Das ist so ein Albtraum. Leute, aufstehen, aufwachen. Ach, oh, wer ist denn da? Da ist ja die Leila. Warum sind die, aber jetzt mal eine andere Sache, warum liegen die, was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh, an dieser Stelle, guckt euch bitte den Pulli an, den ich anhab. Ihr wisst, was das für ein Pulli ist. Hangry Pulli. Ihr wisst, von wem das ist. Merch von Julia Beautics. An dieser Stelle hin. Wo ist er? Muss ich jetzt loswerden. Ja. Wo waren Sie denn? Fortbildung. Achso. Ja. Könnt ihr bitte eure Okay, Sachen das ist cool. Was mache ich da? Können wir bitte noch einmal... Fortbildung. Was ist das für ein Gehen? Achso. Ja. Könnt ihr bitte eure Was Sachen ist das? Wir wollen los. Und Hauptsache, wir sehen alle so toll aus frühmorgens. Jürgen ist wieder mal am Putzen. Wie geht's? Gut. Cool. Und was machst du? Ich mache gerade ein Plakat für die Fridays for Future-Demo. Cool. Ja. Nein, worum geht's? Hat er das einfach gerade fallen lassen? Das ist nicht bei euch angekommen. Leider noch nicht. Das ist ein Schülerstreik, wo jede Woche Schüler demonstrieren gehen, damit die Politiker endlich mal aufhören, ihre Klimaziele die ganze Zeit zu verschieben und etwas tun. Ja, und ich will meine Klasse motivieren, dass sie auch mal hingehen. Die ganzen Minderbemittelten müssen auch mal ein bisschen politische Partizipation zeigen. Partizipation zeigen. Das ist so fein. Deswegen mache ich das gerade. Und dafür kriegt er dann frei? Nein, wir streiken. Wir schwänzen mit Mensch, Jürgi, das ist nicht frei, das ist... Schwänzen mit Absicht, wie Cheyenne schon. Ach cool, also geht ihr als ganze Klasse dahin? Naja, hoffentlich. Mann, guck mal, wie interessiert er ist. Er möchte, glaube ich, auch endlich. Guck ihn euch doch mal an, wie süß er aussieht. Ich vermisse dich. Wow. Ach, schön. Also wir sind früher auch immer als Klasse. Warte mal, stand da still possible und dann still impossible? Also oben? Ja. Da hat sie sich wohl verschrieben, ne? Also wir sind früher auch immer als Klasse überall hingegangen, haben für Sachen demonstriert und waren halt füreinander da. War schon echt cool. Irgendwie vermisse ich das. Ist nicht so cool,
nur zu arbeiten. Es ist auch cool, mit Leuten zusammen zur Schule zu gehen. Das vermisse ich sehr. Ja, wenn du das so sagst, manchmal mag ich meine Klasse ja auch. Und der Zusammenhalt wird auch immer besser. Natürlich gibt es Streit, aber Zusammenhalt ist erst A und O. Tut mir leid, dass du mich wieder abbrechen musstest. Also ich weiß auch nicht, woher dieser Empathieschwall gerade bei mir kommt, aber dieser Jürgen tut mir schon irgendwie leid. Ich meine, er arbeitet Tag und Nacht hier im Schloss und er würde nichts lieber tun, als mit seinen Freunden zur Schule zu gehen. Ich habe überlegt, vielleicht könnte man ihn ja irgendwie bei uns reinkriegen. Meinst du? Sehe ich das richtig? Stanley? Stanley, was macht Stanley bitte mit einem Föhn an seinem... Was brauchen Sie? Oh ne, jetzt kommt auch noch Frau Ostermann passend rein. Nee, Selina meinte, dir geht's nicht so gut. Ja. Nee, das ist eigentlich schon wieder vorbei. Das ist in meinem Alter. Leute, redet man wirklich mit seiner Freundin, klar. Mit seiner Lehrerin über solche Probleme? Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie getan. Ich kann es gar nicht, das ist mir unangenehm. Aber du weißt schon, dass ich deine Lehrerin bin. Jetzt lass sie noch mal, Osterhase, lass sie noch mal in Ruhe, möchte nicht drüber reden. Mensch. Ja, sie können mir da, glaube ich, nicht helfen. Das ist... Also ich glaube schon, dass ich dir helfen kann. Also unangenehm. Das, es juckt bei mir und so. Wissen Sie, wie ich meine? Das ist richtig warm und es juckt richtig. Unten bei mir, verstehen Sie? Ja, also es könnte ein Genitalherpes sein. Oder vielleicht auch irgendwie. Du, ich wusste jetzt nicht, dass die Lehrerin jetzt auch auf einmal Ärztin ist. Also ich meine, sie diagnostiziert hier gerade anscheinend Genitalherpes, oder? Intimpilz. Pilz. Würde ich mir ganz gerne mal anschauen, ja, weil ich... Jetzt will sie das sich noch anschauen. Warte. Leute. Macht sowas bitte nicht. Ja? Also lasst sowas nicht zu, wenn eure Lehrerin sowas von euch verlangt. Wir schauen weiter. Die Verantwortung genau für dich und für euch. Ja, und sie holt die Brille raus. Die Brille darf natürlich nicht fehlen an dieser Stelle. Bleib unter uns, okay? Ja. Ja, du, ganz YouTube sieht das. Gott! Oh, Leute, da. Wer ist denn da? Bitte. Okay, wir machen weiter. Weißt du, Zeus, ich bin so froh, dass wir zusammengekommen sind. Ich meine. Wer hätte das gedacht, oder? Das ist echt so schön, um wahr zu sein. Mann, Zeus, wer hätte gedacht, dass wir zusammenkommen? Hm? Außer die Leute, die das natürlich geschrieben haben. Aber nein, Spaß, Leute. Ich finde, das war ein Überraschungsmoment, wo die beiden sich gut verstanden haben. Ja, und ich weiß und Leute, die matchen sich. Guckt euch mal die Klamotten an. Ich finde, das matcht sich, oder? Also Trompa 2019 hier. Was ich mit Georg wollte, das war irgendwie voll dumm. Was wolltest du mit Leila? Ich freue mich schon voll, deine Eltern kennenzulernen und keine Ahnung, ich werde mir einfach super viel... Was wollte Leila? Oh, das ist meine Katze. Wollt ihr die mal sehen? Lissi! Komm her! Mühe geben. Ich glaube, die werden dich richtig mögen. Glaubst du wirklich? Ja, wirklich. Als ob nicht. Was ist das denn? Ein Brief? Warte mal kurz. Für die 12B! Genau in dem Moment, wo wir zusammen da langlaufen und über unsere Gefühle reden, kommt so ein Brief. Pass auf, ja? Für die 12B? Wie sind die 12B? Oh, wirklich? Was ist das? Mach. Yo! Los. Mann, mach doch das. Ja, nee, Leila kann nicht warten. Das muss jetzt hier. Was ist denn das? Ja, ein USB-Stick, keine Ahnung. Und dann hat Georg seinen Computer umgehackt und hat herausgefunden, dass meine Was ist denn jetzt mit dem USB-Stick? Andreas und Domme sind. Die beiden sind mega nett, die kamen schon im Fernsehen. Die sind Andreas und Domme sind seine Eltern. Leute, deswegen, ihr wisst ja wohl, wer Andreas und Domme sind. Ja, halt, stopp! Ich mag das jetzt schon, wie die Fettzellen schmelzen. Berühmt. Ja, und ich auch schon gesehen. Ich werde jetzt auch berühmt. Und das sind cool. Seine Eltern. Wird jetzt zumindest passen. Mhm. Geil. Okay, jetzt kommen wir zu wirklich global wichtigen Themen. Stimmt. Also, ich habe Jürgen schon überzeugt mitzukommen und jetzt seid ihr an der Reihe. Die Fridays for Future Demo.
Ich finde, wir sollten alle gemeinsam als Gruppe dafür streiken, dass die Politiker sich endlich für die Umwelt einsetzen. Das ist gut, das ist super. Geil. Auf jeden Fall. Also sie hätte ja wenigstens das Plakat nochmal neu machen können. Das muss man ja jetzt dazu sagen. Aber ich finde es schön, Cheyenne, dass du dich so sehr dafür einsetzt. Ich habe auch letztens was gesehen im Fernsehen. Und zwar geht es ja auch darum, Ressourcen zu sparen. Und Handys sind Ressourcen. Und ich habe ja die Rhino Shield Schutzhülle. Und wenn die das Handy ganz hält und es nicht kaputt geht, kann man Ressourcen sparen. Wenn zum Beispiel sowas hier passiert. Das war wieder so klar. Weil dies ist die Rhino Shield Schutzhülle und wie man sehen kann, ist das Handy ganz geblieben und hat keinen Schaden. Und dann spart man sich Ressourcen und hilft der Umwelt. Gut. Das ist richtig gut. Dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen, oder? Also, ja. Gehen wir an, wir skippen mal nach vorne. Ja, gefunden eigentlich? Also nach was sah das aus? Können Sie das zuordnen? Also Stanley, ich habe einiges. Du bist Lehrerin. Krabbeln. Jetzt, ja. Da leben Tiere. Haben Sie das gesehen? Ja. Stanley, ja, du hast Charmläuse. Was mache ich jetzt damit? Ja, Stanley, tut mir leid, aber wenn du da immer so rum. Das kommt davon. Also es ist ganz wichtig, dass du schnellstmöglich einen Immunologen aufsuchst. Ich kann dir dabei helfen, einen Termin auszumachen. Können Sie das mal? Sie dürfen das keinem erzählen. Stanley, ich werde es keinem sagen. Ich habe dir gesagt, dass Sie dürfen das keinem erzählen. Dass du mir vertrauen kannst. Aber jetzt ist es umso wichtiger, dass wir ganz schnell einen Termin für dich machen. Ja. Also ist mir das jetzt nur aufgefallen oder sieht Frau Osterhase? Ich habe dich ganz verliebt. Aber du siehst ja schon sehr doll hell aus. Also hättest du nicht die strahlend blauen Augen, würdest du nicht so auffallen? Weil weißer Pulli, weißer Hintergrund und dann. Na, aber dann kommen deine Augen natürlich viel besser. Unbedingt. Ich mach das jetzt. Ich vertraue Ihnen da. Okay, das hat jetzt gerade abgebrochen. Ich weiß nicht wieso. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Wenn nicht wir für die nächste Generation einstehen, wer dann? Ja, das ist richtig. Habe ich jetzt gerade was gehört? Habt ihr es auch gehört? Ja, okay, ich hab's bemerkt, ihr seid wirklich hinter dem Thema. Okay, wir gehen zusammen zu so einer Demo. Ja! Na komm, Osterhase. Was ist ein Umschlag mit der Aufschrift für die 12B? Keine Ahnung. Flasche Bombe oder so? Ja, also Flasche Bombe oder so? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Woher soll denn die Klasse 12b 1 Million Euro Lösegeld herkriegen? Mann, Hammer. Was? Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gehört? Ihre Schminke! Wir machen es nochmal. Ich dachte wirklich, sie ist bei Jos und. Was ist denn jetzt hier los? Hey, Pause machen, sorry. Bitte ruhig sein. Leute, ihr seid erst seit 3 Tagen hier. Und ich habe euch. Also, er geht so, hey, geht jetzt so auf den Stuhl und fängt an mit seiner Standpauke. Einen absolut chaotischen Haufen kennenlernen dürfen. Jeder von euch wollte seinen Kopf durchsetzen. Und oft habt ihr dabei die anderen vergessen. Aber ihr versteht einfach nicht, was es bedeutet, zusammen zu sein. Was dieses Wort nehmt euch das zu Herzen, bedeutet. Leute. Es ist sowas wie gemein. Da steckt ein bisschen Ernst auch mit drin, ne? Es ist zusammen, es ist Rücken, es ist alles. Es alleine ist Rücken. Was Rücken? Was Rücken?
Was? Aber gemeinsam könnt ihr einfach alles bewegen. Nicht umsonst schauen euch Millionen von Leute auf YouTube zu. Versteht ihr das? Und ihr seid die fucking 12B. Ich meine, ja, wenn ihr Hannah wiederfinden wollt, dann werdet sie auch finden. Versteht ihr das? Also, da kommt, wir gehen Hannah suchen. Oh, Leute, was? Was für eine geile Se- Was? Bitte? Bitte, was war das für ein geiles Ende gerade, Leute? Ich bin gerade auch, ich bin gerade sehr, 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 also geflasht einfach, weil das war irgendwie geil. Leute, wie fandet ihr bitte die zweite Staffel? Erzählt mir das, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin gerade traurig, dass es vorbei ist. Aber es geht bald weiter mit einer dritten Staffel. Und Layla ist mal wieder mit dabei am Start von Anfang bis Ende durch. Und an dieser Stelle will ich mich verabschieden, aber nicht alleine. Ich hole jetzt einfach mal die Katze. Hier ist meine Nacktkatze. Ich fand die dritte Staffel mega geil. Wer auch so denkt und... Ja, okay, du hast keinen Bock auf mich. Ist in Ordnung. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann schreibt mir das in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und die Glocke, Leute. Die Glocke, die müsst ihr aktivieren. Aktiviert die Glocke. Weil sonst... Oh, ja, okay. Weil sonst bekommt ihr leider nicht mit, wann ich meine Videos hochlade. Und das wollen wir nicht, Leute. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal zu einem neuen Video in frischer... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Tschüss!